Hallöchen. Wie ihr hier seht, ich habe was gebastelt, so ein bisschen. Mit dem Ton müsst ihr jetzt entschuldigen, das ist jetzt leider so. Ich habe versucht, das Ding in Betrieb zu kriegen. Es funktioniert. Ich versuche mal hier Dings. Kann man da was erkennen? Man kann was erkennen. Ich mache mal das hier beiseite. Oder auch nicht, ich weiß es nicht. Jedenfalls im Sucher ist was drin. Das Signal kommt von hier rein über meinen Blu-ray-Player, den ich gerade auf dem Schoß habe. Das Signal geht da wieder raus zu meinem Videograbber. Man sieht es, es ist auch in Farbe. Ja, es ruckelt da, es ist nicht so schlimm. Dann wollte ich hier drauf aufnehmen. Hier hat eine Rec-Taste. Kann ich jetzt direkt drücken, aber es passiert nichts. Ich habe eine Kassette rausgepult. Da musste ich hier das Ding von der Kamera hier mit anstöpseln. Irgendwie. Das ging ja auch noch mit auf den einen Kabel drauf. Da ist der Rekord-Button. Jetzt hat er da wieder irgendwas gemacht. Da er zuckt schon wieder. Man kann es erkennen. Jetzt macht er es nämlich wieder nicht. Wollen wir nochmal ausmachen. Nochmal anmachen. Jetzt ist er wieder auf Null. Wenn ich jetzt hier, glaube ich, auf den Rec-Button drücke, sollte er eigentlich aufnehmen. Er hat da auch was aufgenommen. Naja, ich habe schon im Vorfeld was aufgenommen. Man muss erstmal den Videorekorder, den DVD-Player killen. Die auf VTR. Nee, stopp. Zurück. Ich weiß jetzt nicht, wie weit. Mal gucken, ich drück mal Play. Er hat es aufgenommen, aber es kommt nur schwarz-weiß raus. Ich kann auch zurückspulen, da ist Ende. Die Kassette war schon benutzt. Ach ne, da ist auch noch, da habe ich auch noch mal aufgenommen. Ende. Die Kassette war schon benutzt und da ist was drauf. Jetzt weiß ich nicht, wo das hier anfängt. Habe ich zurückgespult? Ne, ich habe vorgespult. Ich spule mal zurück. Das ist auch noch von mir. Auch noch von mir. Also ich glaube, nee, das ist auch noch von mir. Das ist da, was davor drauf war. Irgendwas mit 95 oder 96, Juli 96. So, aber
Im Grunde funktioniert das Ding, nur dass es hier schwarz-weiß rauskommt, also aufgenommen. Ich vermute mal, ich habe hier auch schon versucht, hier so im Groben das hier nochmal alles wieder anzuhängen. Hat aber nichts gebracht. Und ich habe eine Sache habe ich mir ja kaputt gemacht. Ach, hier ist noch ein Kabel. Ne, das ist Audio. Eine Sache hatte ich ja kaputt gemacht. Dann nicht kaputt gemacht, aber kann ich jetzt nicht mehr anschließen. Da habe ich das Kabel abgeschnitten. Und zwar habe ich ja gesagt, das Ding, das ist ja eine Delay-Line. Genauer genommen ist das eine Ultra-Hochfrequenz-Delay-Line. Da sind zwei Piezo-Kristalle, die da in Schallgeschwindigkeit durchgehen. Wie viel Mikrosekunden Verzögerung da drin ist, weiß ich nicht. Braucht das Ding für, soweit ich das verstanden habe, für die Farbaufnahme. Ich habe nämlich nochmal gegoogelt. Ganz genau weiß ich nicht, wie das Ding funktioniert. Ich weiß nur, da sind, da ist, das ist eine, nennt sich Ultrasonic Delay Line. Ich denke mal, das ist eine ziemlich lange Delay Line. Die kann ich nicht mehr anschließen. Ich denke mal, das hat damit auch noch zu tun, weil die Dinger brauchen das irgendwie. Weil Farbsignal geht durch die Kamera durch. Vorne, wo hier am vom Sensor, das aus der ganzen Platine ringsrum, das rauskommt, geht ja an die Kamera, kommt ja hier wieder raus. Nur bei der Wiedergabe kommt nichts in Farbe, wird auch nicht in Farbe aufgenommen, so wie es aussieht. Naja, aber es funktioniert. Man könnte es als Videorekorder nehmen, aber das Band hier, das soll da gar nicht drin rumeiern, das will ich dafür gar nicht benutzen. Das ist mein Hi8, 8 mm Film oder Band. Und das ist eigentlich für, muss mal so halten, das ist alles ein bisschen provisorisch hier. Meine Sony, ich hatte die mal gezeigt. Handycam, das ist eine Digital 8 mit Firewire und hast du nicht gesehen, dafür habe ich das Ding, die Kassette. So, aber in dem Sinne funktioniert das Ding hier noch. Auch wenn gut ein bisschen die Tränen in den Augen standen wohl, weil ich das Ding auseinandergerissen habe, aber das wollte ich ja auch machen, ich wollte es ja dafür eigentlich haben. Vielleicht irgendwann mal, vielleicht nehme ich das Ding noch ein bisschen weiter auseinander mit dem CRT, dass man den vielleicht einzeln benutzt. Ich weiß es nicht. Ich wollte es nur mal wissen, ob das hier überhaupt funktioniert. Ja, also eigenständig funktioniert das. Irgendwo muss ja das Videosignal reinkommen. Das kommt ja als Komposit da rein. Aber ich denke mal, das wird auch noch mit der Delay-Line zusammenhängen, weil hier oben sind auch noch zwei Anschlüsse. Ich weiß nicht, was die zu tun haben genau. Ich kriege das auch gar nicht mehr alles so zusammengesteckt. Keine Ahnung, wo der ganze Kram da alles zusammenhängt. Aber ich denke mal, das wird damit noch zusammenhängen. Gut, mehr wollte ich euch gar nicht zeigen. Das funktioniert als Videorekorder in dem Sinne noch, aber halt nur schwarz-weiß.